Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge S-Turnier zusammen mit dem Steve. Hallo zusammen. Wir haben alle Forschungsobjekte hier aus der Höhle geholt, die wir bis jetzt gesammelt haben, und haben uns überlegt, wie wir denn am besten Gemisch bekommen. Denn das brauchen wir für die Verbindung. Hier haben wir sehr viel Aluminium. Ich habe sogar auch noch welches hinten drauf. Aber uns fehlt es einfach am Platz. Wir könnten hier sogar noch gerade mal eben das Lager hinstellen. Weil wir brauchen nämlich Gemisch für Lager und es gibt einen. Da muss ich ja erstmal gucken, wo es den gibt. Mineralextraktor, der macht aus einer Probe und aus Erde macht der nämlich dann mehr Gemisch. Wenn ich ihn jetzt finden würde, würde ich den nämlich erforschen. Ich denke mal, 9500 Byte sollten reichen. Nee, natürlich am letzten Punkt da. Oh, der kostet sogar nur 500. Ist ja fast geschenkt. Ja, dann nehme ich jetzt zweimal Harz. Für eine neue Plattform. Ach, brauche ich ja gar nicht so machen. Mineralextraktor braucht zweimal Gemisch. Ja, dann fehlt uns Gemisch. Ja, also Gemisch suchen. Ja. Einmal habe ich ja, aber das einmal brauchen wir auf jeden Für die Fall. Probe. Ich würde mal ganz kurz hier unsere Schmelze leer machen. Machen wir mal ein bisschen hier Sauerstoff, falls ich mal weiter weg bin. Also das Aluminium sollten wir mehr als genug haben. Was ist denn mit dem Rover? Wollen wir nicht gucken, ob wir vielleicht einen Rover hergestellt kriegen? Hier ist Harz. Ja, was brauchen wir dafür? Weiß ich nicht. Erstmal erforschen auf jeden Fall. Die Punkte sollten wir ja haben. Hier ist Gemisch. Okay, dann hat sich Wie das viel habe ich? erledigt. Ich habe noch genug Energie oder Sauerstoff. Aluminium haben wir auf jeden Fall mehr als genug jetzt erstmal. Wir könnten ja trotzdem mal nach dem Rover gucken. Wir brauchen ja erstmal die Fahrzeugbucht. Die können wir ja schon mal erforschen. Erforschen kostet ja erstmal nichts außer Punkte und da haben wir mehr als genug. Fahrzeugbuch kostet 250 Bytes. Ja, wir haben, wie viel hattest du gerade? 9000? Ja. Fabo. So, das scheint hier gut zu sein. Wollen wir den Loch wieder zumachen? Ja, falscher Punkt angenommen. Der ist besser. So, wieder unsere Spuren beseitigen. Nehmen wir nur noch anpinseln, blau. Ja, ich stelle gerade schon die Plattform hin. Und ich muss Sauerstoff haben. Wo hättest du denn Gemisch? Ups, jetzt habe ich hier ein Kabel gezogen. Hinten beim Drucker. Ne, beim Fabrikator, so heißt das ja. So, der wird gebaut. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Ne, warte, Fahrzeugbucht hatte ich erforscht. Jetzt
könnten wir vielleicht Harz gleich gebrauchen wegen der neuen Plattform für die Fahrzeugbucht. Harz ist doch dann noch. Ja, das würde ich jetzt auch holen. Und Harz liegt hier durch überall. Was meinst du? Ja. Nur einmal ein bisschen. Ja, wir haben doch hier unseren Weg. Ja, ich bin schon da. Hier hängen auch noch zwei Harz, ne? Ja, aber die brauchen wir für eine Plattform. Aber ich hätte gern ein, zwei Harz auf Lager, falls wir die auch noch mit dem Mineralextraktor machen wollen. Würde ich sagen, hast du den Mineralextraktor? Den könntest du gleich, glaube ich, dann schon mal da draufsetzen, wenn du möchtest. Er ist noch nicht fertig. Ach so. So wenig Strom wieder mal? Ja, die letzten, ist jetzt fertig. So. Loch ist zu. Viermal Harz habe ich gekriegt. Hab natürlich nicht auf meinen Sauerstoff geachtet. Das hätte auch in die Hose gehen können. So, und jetzt brauchen wir ja die Erde. So, und schalten wir mal an. Oder ist er überhaupt verbunden? Ja, ist er. So, wo kann ich den jetzt... Oder brauchst du mehr? Nö, der geht schon an. Da wird jetzt nicht so viel bei raus. So, eins, zwei... Ja, zweimal gemischt kriegen wir jetzt nur dabei raus. Also brauchen wir mehr Erde, oder was? Ja. Ja, sowas würde ich... Wir könnten ja... Warte mal, was brauchen wir denn für einen weiteren Kanister? Ups. Harz. Ja, dann stelle ich mir noch einen weiteren Kanister her, dann habe ich immer zwei dabei. Soll ich dir auch noch einen Kanister herstellen? Weil wir können ja in der Höhle immer dann Erde sammeln. Bist du gerade weg? Nö, nee, ich bin hier an der Seite. Soll ich dir einen Kanister machen, oder? Weiß ich nicht, also... Weil in der Höhle finde ich ja jetzt irgendwie die... Da müssen wir keine Löcher zumachen und alles. Da können wir einfach... Aber wir machen ja eh die Löcher zu, sag ich mal, um erstmal nicht reinzufallen und... Ja, aber da können wir einfach an der Wand ein bisschen was wegnehmen. Ja, ist ja erstmal egal. So, wir haben jetzt die Fahrzeugbucht erforscht. So. Zweimal Aluminium. Ja, davon haben wir auf jeden Fall... Ach, ist ja hier direkt... So, Fahrzeugbucht wird erforscht. Wie lange brauchst du noch? 6 Minuten. So, Fahrzeugbucht ist fast fertig. Jetzt brauchen wir wieder Harz für eine Plattform. Sieht die Forschung hier aus? 6 Minuten. Mhm. Jetzt können wir nichts aufschütten, weil wir keine... Wo stellen wir den denn hin am besten? Hier ist ja ziemlich hoch. Eigentlich müssen wir es ja irgendwo hinstellen, wo es relativ flach ist, damit wir gut... Was ist hier? Wenn wir das hier in die Ecke stellen, wo ich gerade stehe. Achso, du machst da gerade schon flach. Nee, ich habe mir gedacht, wenn das ja eh so hoch ist, dann können wir da drunter auch ein Loch machen. Ich hoffe nicht, dass die Physik hier so gut ist.
Ja, ab und zu macht er einfach weiter, obwohl ich das gar nicht mehr, obwohl ich gar nichts mehr drücke. Und dann kann ich das Loch ja im Prinzip hier mit dir wieder aufschütten. Ja, ich habe jetzt mal eine kleine Rampe, oder ich habe hier mal eine kleine Fläche, die reichen sollte. Jetzt baut er schon wieder weiter. Also hier ist genügend Platz für eine Fahrzeugbucht. Eigentlich wollte ich ein bisschen schräger haben hier. Also sehe ich den Pfeil jetzt schon? Ja. Jetzt da ist die Fahrzeugbucht. Wofür war das Arbeitssicht? Für Kupfer. Kupfer haben wir doch. Kupfer haben wir zwei, meine ich. Ja, haben wir haben, glaube ich, sechs Stück. Ach, sechs sogar schon. So. Ja, mach dir auch mal ein Arbeitslicht. Würde ich dir empfehlen. Da sieht man so viel mehr. Wo war Kupfer? Hier, ne? Das rote. Und auf der Rückseite sind nämlich auch noch vier. So, Fahrzeugbucht. Ach, wir haben noch gar keinen Rover erforscht. Welchen wollen wir denn machen? Direkt den mittleren, damit wir den in die Hülle nehmen können. Ja. Können ja erstmal beide erforschen. Ja, obwohl, ne, ich mach mal erstmal nur den großen. Der kostet mich 3000. Ja, ich mach mir jetzt das Arbeitslicht oben drauf. Zwei Aluminium, zwei Gemisch. Gemisch hätte ich auch noch auf dem Rucksack. Okay, Gemisch habe ich jetzt. Jetzt fehlt Aluminium und natürlich geht jetzt wieder. Oh. Okay, das geht extrem langsam gerade. Ist zu okay, die Windturbine dreht sich. Das ist ja schon mal okay. Beide drehen sich. Bist du drin? Ich bin drin, ja. Jawohl. Ich bin gerade reingegangen, da kamen die ersten Steine an. Aha. Aber, ne, der Rover wird nicht fertig sein. Aber dann haben wir auf jeden Fall den... Wir sollten... Ja, wir können ja schon mal alles vorbereiten für den Rover für nächste... Für nächste Folge. Wir brauchen dafür dann... Wir brauchen Gemisch wieder. Für den Einsitzer. Das heißt, wir könnten... Wir haben ja noch Zeit. Wir könnten gleich in die Höhle gehen und da Erde holen. Erde dann, abbauen. Ja, und dann machen wir da den, Mineralextraktor. Dann warte mal. Wo ist der denn? Ah, da. Dann lasse ich mal die Erde, die ich noch habe. Stimmt, ich habe auch noch. Ich glaube, war nicht viel. Ne, ich hatte sogar noch die Hälfte drin, das war eine gute Idee. Müssen wir jetzt überhaupt hier lang? Ja, am Sauerstoff entlang. Nein, falsch. Ich habe noch einmal Harz dabei, ich kann dir gleich noch einen Kanister machen. Dass wir jeder zwei haben.
So, bauen wir jetzt irgendwas ab? Ja, würde ich bauen sagen, wir oder? Energie ab? Nur einfach Wand. Ich würde jetzt einfach Wandelemente abbauen. Ja, obwohl Energie schadet ja nie irgendwie. Hier oben ist auch noch Harz, ne? Ich baue jetzt gerade Energie ab. Das Sinnige, weil... Ja. Guck mal, wo ich noch Energie finde. Hier oben meine ich. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. So. Wir haben Erde. Malachit brauchen wir nicht. Ne, noch nicht. Malachit müsste Kupfererz sein. Hier ist noch ein bisschen. Hier liegt auch noch was. Hier ist Gemisch durch die... Okay, mal gucken, ob ich gleich irgendwo draußen rauskomme. Ich habe noch nie Gemisch in so einer Hülle gesehen. Aber ich finde, mit so einem Arbeitslicht ist es direkt viel heller. So, wieder dicht gemacht. Das können wir auch mal abbauen. Dann kriegen wir Erde. Den Vorsprung brauchen wir auch nicht lassen. Ich glaube, ich komme gleich irgendwo an der Oberfläche wieder raus. Hier habe ich noch einen Forschungspunkt. Hier ist die Strecke unterbrochen. Mhm. Guck mal hier hoch, da ist noch da. Hier baue ich Gemisch ab und da ist immer noch Gemisch. Ich komme da aber nicht hin. Doch jetzt. Ist da immer noch ein bisschen Gemisch? Ja, ein bisschen ist da noch. Weil so tief sind wir hier ja gar nicht. Das könnte ja fast sein, dass da oben sogar... dass wir da uns ein Loch gerade buddeln. Ne. Scheint aber alles weg zu sein. Ja gut, ich bin nämlich auch voll. Ich habe jetzt nämlich auch selber viel Gemisch gesammelt. Ich gehe mal so langsam wieder raus. Mach das. Ich bin hinter dir. Meine beiden Kanister sind voll. Soll ich denn noch eben meinen zweiten herstellen? Ne, ich komme auch mit raus erstmal. Ich habe so viel Energie auch. Ich hätte den Forschungspunkt, aber wir haben genug Forschungspunkte oben liegen erstmal. Ja. Ja, das wäre irgendwie cool, wenn es da noch irgendwie so einen Rover geben würde. Wirklich, oder vielleicht einfach so einen Anhänger, wo man die Dinger reinlegen kann. Weil wie machst du das, wenn du alleine spielst und unterwegs bist? Du musst ja fast... Ach nee, nicht schon wieder ein Sturm. Hier ist immer noch... Geht an uns vorüber, glaube ich. Oder? Wo ist er? Gut, ich sehe ihn auch nicht. Ja, der könnte vorbeiziehen. So, wir wollten Erde. Ich mache jetzt erstmal die Erde hier hin. Warte. Ja, wir haben den grünen Punkt erreicht. Die werden jetzt alle voll. Ich schalte mal an. Mehr brauchst du, glaube ich. Das geht so schnell. Der braucht den Platz auch... Ja, lass mal. Ich weiß nicht, ob er... So, was wollten wir jetzt? Wir haben jetzt einen Rover hier. Er nimmt die Energie eh nicht davon. Jo. Wo war der Einsitzer? Der war doch hier. Hier vorne beim... Ach, die Forschung ist auch zu Ende. Ich guck mal, was aus dem gibt. Einmal die Kuh.
Zeigt er mir nichts an. Nur 300. Ne, dann nehme ich lieber den runden. Nein, den anderen. Den. Der bringt genauso wieder 2500. Ja, das ist eine Menge. Ja, wir haben jetzt mehr als genug Gemisch. Meine Energie, wo kriege ich die los? Hier vorne ist noch ein Plätzchen. Nee, Autofahren machen wir. Autofahren machen wir in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Wir sind auch energievoll, oder? Nee. Nee, Energie ist auf Hälfte. Weil er nimmt gar nichts mehr ab. Wenn ich Energie draufsetze, die verbraucht er nicht. Jetzt vielleicht? Ja, jetzt verbraucht er was. Hier hinten verbraucht er die ganze Zeit was. Ach so. Ja, jetzt fängt er hier auch an. Da habe ich wieder zwei organisch. Wo ist die Kohle hier? Mal gucken, ob wir die voll kriegen. Ja, wird schwierig, aber bei dem ganzen Organischen, was hier liegt, könnte ich mir vorstellen, dass es machbar ist. So. Ist irgendwas fertig geworden? Ja, der zweite Einsitzer. Ach, der zweite schon? Ja. Aber Autofahren machen wir in der nächsten Folge. Und apropos nächste Folge, wir haben schon wieder 20 Minuten erreicht. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und ja, hoffen, ihr schaltet auch in der sechsten Folge noch ein, dass euch das Ganze Spaß macht zuzuschauen. Ja, ich würde einfach sagen, bis dahin. Bis dahin, tschüss. Ciao.